Er sucht, er schnüffelt und er findet. Labradoodle Namaste ist ausgebildeter Geldsuchhund und er schnüffelt Bargeld in Sekundenschnelle. Sein Einsatzgebiet: Wohnungen von Verstorbenen mit verstecktem Bargeld oder an Demenz erkrankte Menschen. Die über 65-Jährigen haben im Durchschnitt 2.500 bis 3.000 Euro zu Hause. Jetzt gibt es auch viele, die nichts haben, dafür haben die anderen mehr. Ja. Oder ich habe eben Menschen, die eine Demenz entwickeln. Das ist sehr, sehr traurig für die Angehörigen sehr häufig. Die verstecken das Geld und das Schlimme ist dann die Vergessens- und unter Umständen beschuldigen sie die Angehörigen auch noch. Namaste war gerade einmal ein halbes Jahr alt, als Claudia nüchtern mit dem Training anfing. Sie wollte ihren Hund beschäftigen und auslasten. Inzwischen ist der Rüde 8,5 Jahre alt und Frauchen Claudia hat in dieser Zeit die ein oder andere kuriose Geschichte erlebt. Ein Kunde, der Onkel war verstorben. Und der hatte ihm mitgeteilt, das Geld ist im Garten und du findest einen Hinweis, wo das Geld ist, in einem Bild, das im Haus aufgehängt ist. Dann haben die Hausbesitzer alle Bilder abgenommen und tatsächlich unter einem Bild stand Baum 13. Ja, so im Garten standen jetzt aber ein bisschen mehr als 13 Bäume. Also wir haben wirklich wie verrückt gesucht, da haben wir es aber auch nicht gefunden. Doch wie findet der Rüde das Geld überhaupt? Wie schafft es Namaste, teilweise gut versteckte Bündel zu erschnüffeln? Was wir vermuten ist, dass er die Farbe im Bargeld erschnüffeln kann. Für uns ist die Farbe geruchlos, aber für den Hund, der kann etwa 1000-mal besser riechen als wir, der kann die Farbe tatsächlich erschnüffeln, erriechen. Und diese Skills sind gefragt. Seine heutige Auftraggeberin, Immobilienmaklerin Tanja Schneider-Hollacek. Sie möchte zukünftig ihren Kunden diese spezielle Dienstleistung anbieten. Stellen Sie sich vor, dass Sie tatsächlich eine Immobilie verkaufen möchten und Sie wissen ganz genau, dass wir da über einen Betrag von beispielsweise 30.000 Euro sprechen, wo Sie genau wissen, der muss noch irgendwo hier in diesen Räumlichkeiten versteckt sein und Sie können es partout nicht finden. Und eigentlich will man eine Immobilie mit einem möglichst guten Gefühl verkaufen. Und dafür bin ich auch da, dass meine Kunden entspannen können. Dann auch eben dieses große Netzwerk und jetzt eben die Claudia mit Namaste, mit ihrem Bargeld suchen. Und der soll jetzt sein Können unter Beweis stellen. Die einzige Voraussetzung, dass er das Versteck finden kann, das Geld darf nicht luftdicht verpackt sein. Mit großer Sorgfalt kontrolliert er jeden Raum und jede Ecke. Auch die Schubladen bekommen einen Check und siehe da, plötzlich schlägt Namaste auf dem Sofa an und findet das Bargeld versteckt in den Sofakissen. Oh, super! Namaste hat wieder mal den richtigen Riecher bewiesen. Zur Belohnung darf er seine Nase direkt in den Futterbeutel stecken, damit beim nächsten Einsatz die Motivation genauso hoch bleibt.